Ich habe ganz oft gehört, neues geistliches Liedgut geht auf der Orgel nicht. Ich mache es halt trotzdem, auch wenn es nicht geht. Also das ist mit dieser Musik, mit Rock-Pop-Filmmusik dasselbe. Es geht auf der Orgel nicht und ich mache es halt einfach trotzdem. Es gab zwei, denke ich mal, entscheidende Punkte, die zu diesem Projekt mit hingeführt haben. Das eine war ein Gottesdienst, wo ein Vikar eine Predigt gehalten hat. Unten waren sehr viele Jugendliche, weil das im Rahmen der Firmenvorbereitung war. Und es war einfach für mich völlig klar, jetzt nichts anderes zählt, nothing else matters. Und dann habe ich das gespielt und die Rückmeldungen darauf, die waren halt einfach, also es war wirklich klar, es hat die Jugendlichen berührt, dass da jetzt ihre Musik plötzlich vorgekommen ist im Gottesdienst. Die Intention, die Zielgruppe für mich ist, Leute anzusprechen, deren Alltagsmusik Rock, Pop und Filmmusik ist, die das täglich hören und die keinen unbedingten Bezug zur klassischen Musik haben. Und jetzt weniger speziell, aber die erreicht man damit zumindest auch, die Menschen, die jetzt keinen Bezug mehr zur Kirche haben. Egal jetzt, ob katholisch oder evangelisch, je nachdem, wo das Konzert gerade stattfindet, das spielt jetzt für dieses Projekt ja überhaupt keine Rolle. Es werden am Eingang jetzt heute auch wieder die Menschen begrüßt, die kommen und bekommen eine Karte in die Hand, wo sie Rückmeldungen zu ihren Empfindungen aufschreiben können. Und es ist einfach, ja, unglaublich, was die Leute da tatsächlich zurückspiegeln. Also manches Mal ist es so, dass ich, wenn ich beim Frühstück die Rückmeldung vom Vorabend lese, ich die Gänsehaut der Leute habe, die sie am Vorabend hatten. Weil es zum Teil so bewegende Zeugnisse auch sind, die die Leute schreiben, einfach durch diese Verbindung, die diese Musik einfach mit unseren Biografien hat, wenn es gerade diese Klassiker, diese ganz bekannten Stücke sind. Dadurch ergibt sich ja einfach eine Öffnung, wenn ich die jetzt hier im Kirchenraum mit diesem anderen Instrument höre und dann aber meine Musik, dann es kann einfach was passieren und das ist einfach das, was mich, ja, treibt. Zunächst mal ist es ja so, dass das gerade wirklich das Ziel ist, die Alltagsmusik der Leute zu treffen. Und das ist nun mal die weltliche Musik. Ich streife auch nicht alles andere von mir ab, wenn ich in den Kirchenraum reintrete, sondern ich komme als ganzer Mensch und stelle mich vor Gott hin in den Kirchenraum. Es gibt Grenzen, das mit Sicherheit. Also am Anfang, als es darum ging, jetzt, wenn ich gefragt habe, Titelvorschläge, was könnte noch interessant sein, was die Leute noch hören wollen würden, gab es mal eine Tendenz, wo also eine Weile lang ganz oft gefallen ist, Highway to Hell oder Hell's Bells, wo ich dann sage, wenn ich mich damit auseinandersetzen würde, spielbar wäre das, keine Frage, aber zum Spielen müssen sich da jemand anderen suchen. Also Provokation möchte ich möchte provozieren im Sinne von provokare ansprechen, aber nicht im Sinne von bewusst verletzen oder so. Und dann, gibt es ja eben auch durchaus ja Kritik an dem Konzept überhaupt, wobei, wenn man da halt früh genug anfängt oder ich sag mal, das wirklich auf die Spitze bringt, dann dürfen wir jetzt ein Lied wie O Haupt voll Blut und Wunden in der Fastenzeit nicht mehr singen,
weil das war ursprünglich ein Liebeslied und ist halt letzten Endes durch eine Textübertragung dann zum Kirchenlied geworden, wie viele andere Choräle auch. Das war besonders in der Lutherzeit, aber ja auch schon davor einfach so, als jetzt plötzlich deutsche Sprache in der Kirche gesprochen und gesungen werden sollte. Wo kommen jetzt plötzlich die Lieder her, die die Leute singen können? Die gehen ja nicht, sind ja nicht einfach da. Und was lag näher, als Lieder herzunehmen, die die Leute kannten und Texte drauf zu machen, die passten. Aber die kannten sie natürlich von draußen, von den Märkten. Und wer weiß, was da alles abging dazu. Und Bach, der unter jedes Stück Soli Deo Gloria geschrieben hat, hat sicherlich in der Überzeugung gelebt, dass Gott allein alle Ehre gebührt und er in diesem Sinne jede Musik schreibt. Und das macht eben diese Durchlässigkeit aus, die ich auch sehe, zwischen Welt und Kirche. Im Prinzip müsste doch ein überzeugter Christ, der sagt, das geht in der Kirche nicht, das eigentlich auch zu Hause nicht hören, oder?